Der ist so ein hoher Ton. Da auch schon wieder. Ja. Wo ist der Sonntag? Ortsrand Schwarzbrücke. Ja, das Wetter ist doch schön. Ein bisschen kühl. Aber schön. Wenig los. Noch früh am Tag. Hohe Straße da oben. Das ist hier nebenan der Biber alles schön angestaut. Das hat er schon toll gemacht. Muss man sagen. Bevor der das gemacht hat, waren hier keine Wasservögel. Ja. Wow. Naturgestalt, ey. Jetzt hat das geregnet, aber der Boden, man sieht, schon wieder ausgetrocknet. Dann die schönen Wolkenmuster da oben. Pinselschwung. Da geht es jetzt um die Ecke. Und da gebe ich schon zu, da wäre das E-Bike nicht schlecht. Weil das gibt jetzt schon eine ganz schöne Tour, bis man da oben ist. Aber im Zickzackkurs ist das überhaupt kein Problem. So ist man früher steile Berge nur hochgefahren. Völlige Neuigkeit, dass es mal Rückenwind jetzt gibt. Ja, supi. Da sieht man das mit der, dass das so gerade ist, das Feld. Da haben die drauf gesiedelt, die Leute. Das war hier alles besiedelt. In der Steinzeit. Da ohne Gundernhausen. Nee, Schascherhausen. Ich bin noch bei gestern. Da haben sie wieder Feuer gemacht heute Nacht, die Idioten. Das ist die Hütte der Chaoten. Kommen da immer hin. Das ist jetzt Rosberg. Wenn er dran ist, Zeit hat. Die Häuser ist Oberramstadt, Wohngebiet Eiche, die Hügelgräber dann sind. Das ist die Hohe Straße. Da drüben ist Laudertal, Neunkirchen. Da in der Ferne der Berg, das ist der Felsberg, wo das Felsmeer ist. Und da hinter mir ist der Otzberg und Lengfeld. Schön die Bäume blühen. Ja, der friedliche Odenwald, der hat schon was. Da wo es in Europa schön ist.
werden immer schöner, wenn man sich so umblickt. Da brauchst du nicht wegzufliegen. Das ist Hofgut Illbach, das Kreiz. Da hinten sieht man sogar den Spessart, den Hahnenkamm, ganz klar. In der Ferne sieht man das Kraftwerk Stauding. Das jetzt. Und hinten dran das Gebirge, das ist der Vogelsberg mit dem hohen Rotskopf. Blickt da so schemenhaft durch. Und Unterfranken. Da Groß-Umstadt, Ganghaus. Da Dutzberg, der Scheine. Mal sehen, wo man ist. Die Sonne scheint von oben warm und der Wind bläst von hinten kühl. Jetzt von der Seite. Da drüben sieht man die ganzen blühenden Bäume. Das sieht schon toll aus. Noch bei einer Waldkunst. Licht toll, super. Riesen des Waldes. Feuerwerk. Die Wolken sehen toll aus. So kleine Gemälde. Ja, das hat schon was. Hier taucht jetzt Rohrbach auf. Und unten ist Oberdammstadt. Naturfunde aus, man kann für den Kuchen trinken kann.
Ist doch so schön bei uns. Könnte man wieder sagen. Man sieht ja, was da los ist. Gar nichts. Wir kennen schon Rohrbach oben in Ramstadt. Ganz wenig Leid. Hier sieht man auch die Siedlungsstelle. Sieht man dann die alten Hohlwege, die da mal hochgegangen sind, ganz früher Zeit. Was so als Verwerbung und Feld erkennbar sind. Ich bin schon bald dran in der Rohrbach. Wenn wir mal den Schweck machen. Rohrbach. Und ich bin ja auch so im rollierten alten Handelsweg. Ich fahre mal da runter. Das ist die Neunkirchner Höhe. Ich bin wieder runter. Ich toll, wenn der Unwald so ein zusammenhängendes Teil wäre. Was ja wieder ist. Das Funkfeuer von Frankfurt. Da drüben. Wenn das ausfällt, gibt es Chaos am Himmel. Das ist auch noch so eine Rolle, die Polderstrecke hier. Aber die Bäume sind so schön. Ich mit dem Polle die Polle. Hier war ich irgendwann mal im Sommer. War auch schon länger her. Man kommt immer wieder da vorbei, wo man schon mal lang gefahren ist. Das ist, weil man es ja in verschiedenen Jahreszeiten macht, das ist immer wieder abwechslungsreich und immer wieder schön. Sieht man die Strecke. Und die Pulde. So, dann muss ich erstmal wieder runter und dahin fahre ich wieder hinauf. Wie es halt so ist im Odenwald. Bleibt nichts übrig. Wenn man im Odenwald ohne E unterwegs ist, dann braucht man genug Volt in seinen Beinen. Sonst ist das nicht zu schaffen. Jetzt geht es nämlich wieder so. Allmählich gewaltig den Berg hinauf. Da sieht man schon unter Specht. So, ich bin jetzt in einem durch hinaufgefahren. Man hört es an meiner Atmung. Ich schnauf gar nicht. Das A ist der Allemannweg. Das ist der Vorteil, wenn man nur Fahrrad fährt. Da hat man natürlich auch die Kondition, um sowas zu fahren. Ja, da fahren wir mit der Weide. Das ist nochmal so ein herrliches Exemplar von so einem Zwieselbaum. Ich habe schon einhalten. Wow, das sieht toll aus. Das ist hier, glaube ich, die Kriegsrebellgeschichte. Das ist ein Riesenmähen hier. Die stehen hier wie in so einem Energiekreis. Der Menier ist der Arme. Was ein toller Stein. Der Mannshoch. Jetzt sieht man das im Sommer. Gefällt es mir ja besser ohne diesen Kriegsepos. Wer weiß, wo sie denn her haben, den Hinkelstein. Was das in Wirklichkeit für ein Stein war. Das ist ja auch so ein sonderbarer Platz.
mit den Steinen. Die auch so aussehen wie so ein Kultplatz. Auf jeden Fall eine Schwingungsstelle. Sieht man wieder den Doppelkronenbaum. Die Verwerbung. Da ist so eine Stelle drin, da gab es hier mal eine Wasserstelle früher. Wer weiß. Da ist die Rehe nach niedergelassen. Als da drüben mit dir hoch. Der getreute Motto, lieber hochfahren als runter. Wenn man runterfährt, muss man wieder gewaltig hoch. Dann lieber hoch. Je höher, desto besser. Allerdings gibt es hier frische Buchenblätter. Ja, das habe ich ja schon letztes Mal gezeigt, was man da machen kann. Das ist super. Das schmeckt so ein bisschen wie Sauerampfer. Lecker. Die haben gewaltig viel Vitamine. Mineralien haben die. Ja. Haben bestimmt die Leute in der Steinzeit gemacht. Meine Oma hat das von Salat gemacht. Das war es noch. Ich kann mal ruhig essen, die sind giftig. Buchenblätter. Das ist eine ganz leckere Wegzerrung. Ich zeige das nur, dass ich die auch wirklich esse. Ich esse die wirklich. Einfach mal ausprobieren. Ihr seht schon, die kommen aus der Stadt. Wenn hier der Traktor langkommt und nicht durch kann, da gibt es so einen Ärger, ist unglaublich. Immer wieder sonntags. Das sieht die Wolke so toll aus. Das ist schon Herz. Da. Von hier sieht es natürlich mal super aus, Neunkirchen. Ob ich hier schon mal war. Da ist das Leuchtfeuer. Da sieht man es. Guckt der Kirchturm raus von Neunkirchen. Das ist auch mal eine tolle Ansicht. Jetzt so noch nicht gesehen. Schön. Ich möchte sogar die Uhrzeit sehen. So schön ist das, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Kein Krach, keine Emissionen. Nur Natur pur. Allen hätte ich gerechnet, aber dass jetzt hier oben Graureihe ist, hätte das gedacht. Ich muss gerade mal anhalten und mal zeigen, wie schön das hier ist. Da hinten ist wieder der Ortsberg. Da sieht man. Ich
jetzt so Richtung Neunkirchener Höhe, Felsberg. Und durch die Neunkirchener Höhe ist ja da oben und hinter mir ist der Felsberg. Und so schön ist das hier oben. Ruhe und einfach nur schön. So, da muss ich meine Kamera gleich wieder verpacken. Da kommt jetzt auch wieder so eine Holder, die Polderstrecke. Ist halt für Autos noch gemacht, für Fahrradfahrer ist das nichts. Und da hinten die Windräder, das ist Neutsch, die da rummache. Wenn wir es gerade noch mal von der anderen Seite sehen, jetzt bin ich nämlich runtergefahren und wieder ein Stück schon hoch. Und nochmal diese grandiose Aussicht, nur eben von der anderen Seite. Von daher komisch. Und das gibt es dann auch, da kommen dann so nasse Stellen. Da fließt dann hier der Bach den Weg hin, ne? Und der Unrat durch die Wiese. Ich bin jetzt auf dem Weg Nummer 1. Da sieht man wieder die verworrenen Bäume und die ganzen Blümchen. Das wollte ich gerade mal zeigen. Die typischen Städte. Wenn die Städte immer da sind mit ihren Hunden, die machen so einen Rabatz. Ich denke alle, sie wären allein im Wald. So typisch sonntags. Die sind ja schön. Oh, die riechen, ey. Oh. Also die duften ja, das ist der Hammer. Was tolle Blumen. Der kommt jetzt ganz nach vorne, den sieht man da. Da ist er. Ich bin so zwischendrin. Da können wir sehen, wo man hinkommt. Ah. Reichenbach ist unterhalb vom Felsenmeer. Oberramstadt. Da komme ich her die Richtung. Ernsthofen. Ah. Ja. Da sieht man die Knospen. Der Sonne entgegenstreben. Natürlich sollst du Steigen hochdösen ohne E. Ist nur was für Leute mit dem BMI um die 22. Wenn es mehr ist, 24, 26, sollten wir es lieber lassen. Da glüht einem der Kopf durch. Also ohne E. Mit E, da macht es nichts. Kann man 30 BMI haben. Da kann man das auch noch schaffen. Das ist der super Mistelbaum. Und da geht es jetzt runter, dann muss ich hin wieder hoch und wieder runter. Deswegen überlege ich jetzt. Ich werde wahrscheinlich dann doch die andere Richtung wieder fahren. Das ist die Modau-Radroute. Das habe ich jetzt halt leer am Schild. Ja, denen geht es auf jeden Fall gut. Deswegen sind wir über die Straße. Scharren sie umher. Na Mädels! Da, da guckt er. Was das wohl für eine ist. Ah. Eine Ziege gibt's noch. Eigentlich eine ruhige Strecke.
der Felsberg im Blick. Sehen, wo es überall hingeht. Du kannst sogar an die Bergstraße fahren, Fürstenberge. Zum Kreberg kann man fahren. Da werde ich schon runterfahren. Das ist ja alles um 20 Kilometer im Nahbereich von Rheinheim. Muss man also überhaupt nicht weit fahren. Und dass man es so schön hat. Jede Jahreszeit. Allerdings habe ich eben gerade was gesehen auf der Ach du liebe Himmel. Die sind nämlich kaputt. Da oben bei denen auch so, die sind auch kaputt. So, dann machen wir nochmal einen Schwenk, das wollte ich dir jetzt gerade nochmal zeigen. Das da unten ist jetzt Wodautal Brandau. So, können wir mal die ganzen Berge sehen, dann gucken wir es mal so. Das ist der Westergiebel, so nennt er sich. Das ist der Gärenstein. Ja, Westergiebel, Gärenstein. Der dritte ist der Bergsporn. Der hat aber keinen Namen. Und der da vorne, das ist der Rauhstein. Ah, der, wo der Mast rausguckt, das ist der Kreberg. Der Kreberg. Genau, also nicht der Kreberg, sondern der Kreberg. Und das da vorne ist der Knörtschhügel. Ah, und das da hinten ist der Knoten der Kopf. Genau, das habe ich mir schon gedacht. Der sieht auch so aus, der Knoten der Kopf. Fliesch offen aus, Fliesch nirgends wird, Fliesch schiffen nicht wird, Fliesch treffen nicht wird. Da waren die Leute alle mit dem sechsten Buch Moses beschäftigt. Die haben lauter Zaubersprüche aufgesagt. Knoten, das Kaff der Zauberer im Odenwald. Ja, das ist schon ganz schön mystischer Berg da oben, dieser Knoten der Kopf. Hier wäre der was gewesen, aus einer anderen Zeit. Das ist da ganz an der Seite, das ist der Knorz. Das hier drüben, das ist der Felsberg. Müssen wir es nochmal sehen. Dass man es auch lesen kann. Ich habe schon Vertur. Ich habe schon richtig gelesen. Unser schöner Odenwald. Hallo? Jede Menge Eier. Der Eiermillionär. Hm.
Und die Ziegen, die sind dafür da, dass wenn dann ein Greifvogel kommt, dass sie den Greifvogel vertreiben. Schlau gemacht. Guck mal da, die Ziege. Die Ziege. Ja, du. Ja, ja. Und die sehen auch mal super interessant aus. Wie so umgefallene Stellsteine. So drei nebeneinander. Steht hier noch der Feuerwerksbaum. Der ist schöner. Wenn man jetzt hier hin rausguckt, dann kann man Frankfurt sehen. Frankfurt. Die Skyline. Gigantisch, ja. Der Kinheimer Spargel ist das. Der ist die Landesbank. Skyline in Frankfurt. Die Wege sollen ja gut sein für die Holzfuhrwerke, also die LKWs, aber nicht für die Menschen mit den Fahrrädern. Ah, diese Waldluft. Kommt man dann so an so einem Steinbruchhäuschen vorbei. Da haben sie sich bestimmt drin verschanzt, wenn sie gesprengt haben. Das ist aus wie so ein Lost Place. Gucken wir mal. Die Natursteinmauer. Ja, das sieht man mal von der Seite. Das sind die alten Stahlseile noch auf der Erde. Und da ist der alte Steinbruch. Das sieht man noch. Die Anker und wahrscheinlich von den Loren, wie sie dann die Steine da unten wieder rausgeholt haben. Ganz unscheinbar sieht er aus. Genau, das ist nämlich hier das schöne Neunkirchen, das ist dieser super Blick von Neunkirchen. Und dann ist hier vorne wieder diese Mauer, die ich noch nie gesehen habe damals. Die haben wahrscheinlich die Römer auch hergebracht, diese Steine, zum Abtransport. Kommt dann jetzt die Ortschaft Lützelbach. Neunkirchen. Da kann ich jetzt, glaube ich, hier links fahren. Da ein Lost Place. Schönes altes Fachwerkhaus.
ein Biberauer Weg. Und da ist der gefürchtete Mäusejäger von Lützelbach. Die Mäusejägerin. Na du? Da kommt's an. So, jetzt haben wir gerade den kleinen Biberauer Weg weiter. Gucken, was da hingeht. Der Wildfrauen. Das Wildfrauenhaus. Ah, da können wir doch gerade nochmal vorbeilaufen. Fahren. Und hier sind lustig so zwei Minen hier. Da die Stellsteine. Ob man die hier so hintrapiert hat. Ja, auch. Sieht komisch aus. Der Tafel wird es so erklärt dargestellt, dass das wilde Sagen sind und so weiter und so fort. Aber es geht eigentlich um ganz was anderes. Das ist das wilde Frauenhaus. Das ist wie das wilde Leithäusl. Oder andere Orte dieser Art. Die Frauen, die nicht ins Ort gepasst haben, die hat man hierher verbannt. Was ist da passiert? Die jetzt hier ihren Männern nicht gehorcht haben oder sich hier gesellschaftlich nicht als Frauen benommen haben, wie man das von den Frauen erwartet hat, die hat man an ganz bestimmte Orte gebracht. Und das ist so ein Ort, so ein schauriger Ort, wie der Wildweibchenstein beispielsweise, wo die Menschen gelebt haben, die vom Ort verstoßen waren. In dem Fall die wilden Frauen. Deswegen heißt das Wildfrauhaus. Ein tragischer Ort ist das im Grunde genommen. Ein Ort des Leides. Heute verklärt dargestellt. Auf irgendwelchen Tafeln, die dem Ort was anderes da nahebringen wollen, als was es damals gewesen ist. Das war ja noch so eine Zeit, wo die noch keine Schuhe hatten und noch in irgendwelchen Röcken hier rum sind. Kannst du dir das gar nicht vorstellen, wenn es geregnet hat oder wenn es kalt war, wie es denen hier ergangen ist. Wenn die aus dem Ort verstoßen waren, die Armen. Das sind diese überragenden Steine und das ist das Sofa dieser wilden Frau, das als Sofa tituliert wird. Hoppsa, da ist es. Ding. Das muss ich ganz klar Frausch gewesen sein. Na, da setzen wir uns doch mal drauf. Auf das Sofa. Ja. Da hat sie darüber auf die zwei Stahl geguckt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es sowas gegeben hat. Dass Menschen aus Ortschaften verbannt wurden, weil sie nicht zum normalen Volk gepasst haben. War nicht artisch, musste so aus dem Ort raus. Die menschliche Grausamkeit kennt heute keine Grenzen und damals hat sie auch keine Grenzen gekannt. Aber natürlich in prähistorischer Zeit war das hier ein Kultplatz. Das ist schon ganz klar. Auch zu Zeiten der Römer war das bestimmt für die einheimischen Leute ein Kultplatz. Das erklärt sich daraus, dass man hier weit hin einen riesenhaften Blick hat. Kann mich von hier oben überall hingucken. Bis in den Taunus. Und da ist ein Ort der Signale gewesen sein, beispielsweise. Das wäre auch möglich. Das ist schon ein mystischer Ort. Das Wildfrauhaus in Lützelbach. Innerhalb von Neunkirchen. Was mir auch auffällt, dass der bearbeitet ist. Das ist viel zu rund.
und oben so glatt, dass der nicht bearbeitet wäre. Der ist bearbeitet. Der hat hier irgendwie mal anders da drin gestanden. Das ist schon eine imposante Art, muss man sagen. Ja, hier haben die gelebt, haben die ihre Tücher aufgespannt und zwischen den Felsen geschlafen. So, also jetzt die Strecke runter Richtung Kleinbiberau. Also eine schöne Landschaft, attraktiv, total toll. Mit tollen Bäumen. Da braucht man da beide Bremsen, deswegen kann ich da nicht die ganze Zeit filmen mit einer Hand. Himmel. Man kann immer noch mal wieder kurz anhalten, das kurz zeigen, wie die Umgebung ist. Aber ich kann nicht während der Fahrt filmen. Weil ich brauche wirklich beide Bremsen. Liegt dann immer mal ein Ast auf der Erde oder kommt mal ein Matschloch. Da muss man bremsen können. Aber so ist es total super, wenn man hier runterfährt. Von Lützelbach nach Kleinbiberau. Super. Ich habe nämlich gerade fliegen sehen, der Schwarzspecht. Das ist Riesenspecht. Ist die Position jetzt besser gewählt? Das Fahrrad mal hingestellt. Da ist er. Ist er weitergeflogen, das war es dann wohl. Da kommt man dann aus dem Wald raus und hat den Anblick. Da ist immer noch wildromantische. Kann man sich gar nicht satt sehen. Wie toll ist das denn? Der Blick auf die Schafe. Die idyllische Umgebung. Ach, toll. Also heute wird das Gebäude fürs Auge. Tja, und der Odenwald schön ist, kann sonst nichts anderes sagen. Toller Ostersonntag. Vorbei an der Schnakenmühle. Ja, da bin ich ja schon sehr gespannt, wo komme ich denn wieder raus? Tja. Das könnte ich auch. Ja. Ah, kann man dann sehen, wo ich rausgekommen bin. Ja, so viel verkehrt bin ich gar nicht. Kann ich mir überlegen, wie ich jetzt fahre. Vorbar hoch oder da runter. Jetzt muss ich auf dem Rückweg doch nochmal ein Stückchen Straße fahren. Nach Rohrbach hoch. Geht es nicht anders. Geht aber so. Vom Verkehr. Ja, gleich ist Rohrbach da. So, da komme ich in Rohrbach rein. Die super schönen Bäume. Da Rohrbach von der anderen Seite. Jetzt wieder raus aus Rohrbach. Ah,
Jetzt bin ich ja schon fast zu Hause. Dauert noch einen Moment, aber Polde die Polde. Polde die Polde. So, da bin ich wieder zurück. In den Neunkirchener Höhe. Da habe ich jetzt heute schon von drei Seiten gesehen. Das sind nicht so die Kilometer, sind eher die Höhenmeter. Dann machen wir nochmal den Abschlussschwenk. Da vorne der Rossberg. Zeit hat nicht drauf. Gundernhausen, Inferno. Dann hin das Kraftwerk Staudinger. Und da gerade nochmal hin. Hinten dran der Vogelsberg. Super ist da heute. Wow. Dann da unten der Hahnenkamm, also nach Unterfranken oben dran. Na, der auch noch Vogelspinner nicht mehr. Dann da vorne Umstadt. Krankenhaus, gerade angelostet. Der Windrede. Muss ich gerade noch ein Stückchen weiter vorrollen. Das ist der Weißturm von Lengfeld, die Kirche. Und da der schöne Otzberg. Den habe ich ja heute auch schon von vielen Richtungen gesehen. Ja, heute sind es nicht so viele Kilometer, heute mehr sind es heute nicht die Höhenmeter. So lange bin ich schon unterwegs. So viele Kilometer sind es bis jetzt. Anständig. Schöne Tour am Ostersonntag.